Ja, moin Leute, Smuggel am Start mit einer weiteren Folge zu Sunday Coffee mit der Smuggel. Und das heutige Video soll sich rund um das Thema BlizzCon als auch mein Announcement-Video drehen, denn ich bin persönlich super gehypt auf die kommende Woche. Ich werde in Los Angeles in Anaheim sein und werde mir die BlizzCon angucken, und das ist ein Traum, der da einfach in Erfüllung geht, und ich wollte das jetzt nicht in das Video der vergangenen Woche packen. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, könnt ihr da sehr, sehr gerne mal reingucken. Ich werde es euch auf jeden Fall unten in die Videobeschreibung mit reinpacken. Das hat ganz schön lange gedauert. Wo bin ich hier und was wollen Sie eigentlich von mir? Oh, Sie sind verkabelt. Sehr gut. Endlich bekomme ich Sie mal persönlich zu Gesicht. Sondern ich wollte das nochmal in einem separaten Video machen. Und zwar möchte ich mich bei euch da draußen bedanken dafür, dass ihr immer fleißig meine Videos klickt, dass ihr den Daumen nach oben gebt, dass ihr richtig cool auch in den Kommentaren unterwegs seid. Ich habe wirklich, ich muss es nochmal sagen, es ist auch vielen, vielen weiteren Personen, mit denen ich darüber gesprochen habe, aufgefallen, dass ihr da draußen einfach nur eine absolut geile Community seid. Deswegen an der Stelle Dankeschön. Für eine absolut geile Zeit. Wir haben jetzt bereits 2 Jahre hinter uns. Und das Jahr 2016 scheint wirklich das Highlight zu haben, dass ich auf die BlizzCon gehe. Und genau aus diesem Grund möchte ich euch so viel wie möglich zurückgeben. Und das kann man halt als YouTuber ganz gut mit guten Videos, dementsprechend guten Videos machen. Deswegen werde ich da alles geben, um euch vlogmäßig auf jeden Fall einiges Cooles zeigen zu können. Auf der anderen Seite aber selbstverständlich auch die Games, das bedeutet Update, Neuerungen in jeglichem Sinne, was Content angeht, und vielleicht, wo ich ehrlich gesagt keine Ahnung habe dieses Jahr, vielleicht sogar ein neues Game. Das wäre das absolute Highlight. Ich weiß nicht, was kommen könnte. Ich habe keinerlei Informationen. Ich werde mich einfach überraschen lassen. Ich denke, dass ich einiges produzieren werde zu den verschiedenen Titeln und natürlich auch die allgemeinen Eindrücke. Es wird diverse Videos geben, um euch das alles zu zeigen, um euch da einfach ein bisschen auch mitzunehmen. Da mir der Kontakt zu euch auch wirklich super wichtig ist, würde ich euch sehr gerne zukünftig mehr einfach in diesem Sunday Coffee Format mit einbinden, indem ich auf eure Fragen und auf eure Kommentare eingehe. Und das habe ich in der Vergangenheit ein bisschen vernachlässigt, muss ich sagen. Ich würde das Format wirklich sehr, sehr gerne nutzen, um auch allgemeine Fragen zu beantworten. Das bedeutet, für kommenden Sonntag, wenn ich es hinbekomme, vor Ort einen Sunday Coffee aufzunehmen, zwar ohne Tasse dann, aber ich kann ja trotzdem Fragen etc. beantworten, dann könnt ihr mir sehr gerne auch BlizzCon-spezifische Fragen stellen, die ich dann eben beantworte. Wenn ihr irgendwas habt, schreibt mir bei Twitter, schreibt mir bei Facebook oder schreibt mir einfach in die Kommentare unter jeglichen Videos. Ich werde das dann schon raussuchen. Und besonders gefreut habe ich mich über einige Kommentare bezüglich meines Anaheim-Videos, unter anderem von Necromast. Erzähle es niemandem weiter, außer der Öffentlichkeit. Diese Witze einfach mal mittendrin, ich musste manchmal echt lachen. Was soll aber Anaheim sein? Das habe ich hoffentlich schon erklärt. Anaheim ist der Ort, in dem quasi die BlizzCon stattfinden wird. 33 Victims, moin moin Phil, hat geschrieben, dann lasst es krachen auf der BlizzCon. Wird auf jeden Fall gemacht. Erik Deutscher schreibt, der unbekannte Erzähler ist bestimmt Kendrick. Da muss ich dich leider enttäuschen, auch wenn Kendrick ein paar Tage vorher bei uns hier in Berlin war, hat tatsächlich mein Bruder die Rolle eingenommen, des Unbekannten. Das bedeutet, wir haben in Studios gedreht, wo wir dann eben alles abgefilmt haben und so. Und ich hatte noch jemanden ganz Cooles mit am Start, nämlich Robert, der sich um alle Kameras gekümmert hat. 3 hatten wir insgesamt an der Zahl. Und es war schon ziemlich cool. Und mit dem Stimmverzerrer, wir haben ein bisschen überlegt, welcher Effekt ganz gut zu seiner Stimme passt. Und ich hoffe, dass wir da was Ordentliches gefunden haben für euch. Ihr werdet auch gleich in den Outtakes nochmal hören, wie sich seine Stimme normalerweise anhört. Larax schreibt, einfach nur nice. Und ja, Smuggel, was ist jetzt mit Sombra? Ich hoffe inständig, dass wir das während der BlizzCon herausfinden, denn neue Hero in Overwatch wäre schon ganz geil, würde ich sagen. Maximilian Eckert schreibt, richtig geiler High-Quality-Content. Großes Lob an alle, die mitgemacht haben, geht raus. Dankeschön auch mal. Alexander Petersen schreibt, musste mich die ganze Zeit besicken. Das mussten wir auch. Warum genau, das werdet ihr gleich in den Outtakes sehen. Wir sind hier nämlich am Ende angekommen. Wie gesagt, mir ist ganz, ganz doll wichtig, dass ich mich bei euch nochmal bedankt habe, dass es bei euch ankam, dass ich super happy bin darüber. Auch wie ihr mich auf Twitch supportet. Die Livestreams laufen richtig gut. Jeden Sonntag von 10 bis 14, 15 Uhr gibt es Overwatch und ein bisschen Battle Royale Action. Jeden Dienstag von 17 bis 22 Uhr gibt es Heroes of the Storm, Heldenliga als auch Brawl. Je nachdem, wie krass wir rasieren können, wenn es mal nicht ganz so gut läuft, dann schiebe ich gerne mal 2, 3, 4 Brawl-Runden gemeinsam mit euch eben zwischenrein. Und der Montag etabliert sich jetzt so langsam, aber sicher auch als Streamtag. Da streame ich Heroes als auch Overwatch. Ihr seid herzlich eingeladen. Euer Support ist wirklich der geilste. Dickes, fettes Dankeschön. Und los geht's, würde ich sagen, mit den Outtakes. Und ich mache die Abmoderation einfach jetzt schon. Wenn euch das Video gefallen hat, dann haut den Daumen hoch. Stay tuned. Das war's, Smuggel. Und wir sehen uns in der nächsten Episode. So, dann klatschst du vor deinem Gesicht. Oh, warte, jetzt kann ich schon wieder.
Der hatte nämlich eine Aufgabe, die er noch nicht erfüllt hatte. Selfies waren da nicht so in, oder? Warum? Wir sprechen von der Wiedervereinbarung nochmal. Selfies waren da nicht so in, oder? Ich meine, so, fuck off, Alter. Okay, nochmal. Ich meine, es ist eine Wiedervereinbarung. Wiedervereinigung, verdammte Scheiße. Machen wir den Nerven. Ich meine, wir reden hier von einer Alter, verdammte Scheiße. Sag mal bitte einmal ganz kurz das Wort. Wiedervereinigung. Warum kriegt das nicht hin, Alter? Okay. Was wissen Sie über Erzengel? Über Engel? Was hat ein Engel, wenn er auf Kot auf einen Misthaufen kriegt? Okay, mach, Alter. Die Möse macht viel. Die Böse macht. Guck mich an. So. Ganz böse jetzt. Red ganz richtig sauer, richtig böse. Er, Arthas Menethil, wurde der Lichtkönig. Ich bin dran, ja? Mhm. Okay, machen wir nochmal, bitte. Sarah Kerrigan hat es ihnen gegenüber vielleicht bereits getan. Ich kenne keine Sarah Kerrigan. Was soll mit ihr sein? Okay, machen wir mein Part auch nochmal. Um die Zerg anzulocken und danach zu besiegen. Okay, mach nochmal, bitte. Sarah Carey. Nee, ich muss aufhören zu lachen. Ja, warte. Die manchmal zu Fehlentscheidungen führen. Aber Karma's a bitch. Actress mit. Ja. Was war denn? Alles gut, ich musste gerade vergeben. Sorry. Kein Ding, mach mal bei Carrie. Carrie, warte. Ich hab nicht aufgehört zu lächeln. Carrie wurde verraten, während sie auf einem Planeten einem Psycho. Warte. Diese scheiß Böse. Die Möse ist überall. Die Möse ist überall. Aber jetzt schon, weil jetzt wirfst du halt schon und ja, deswegen ja. Ist das. Okay, wieso? Ja, schon. Mach ruhig. PewDiePie, Alter. Okay. Diablo! Kerrigan! Der eigentlich Leoric ist! Ja. Scheiße. Herr Sombra, was hat sie vor? Hier noch mehr Blätter. Krass. Schreib mal ganz kurz einfach, du bist scheiße oder so. Ja. Du bist scheiße, Mann! Warte ganz kurz. Der Sombra, was hat sie... Der war gut, ich hab gefangen, ja. Warte. Der Sombra, Leute. Landet er in den Blitz. Wie siehst du eigentlich aus, wenn du einfach nichts triffst oder du einfach bei WoW deine ganzen Bosse nicht hinkriegst? Was machst du denn mit deiner Tastatur? Ja, dann weine ich ein bisschen und rolle mit dem Kopf rüber wie so ein Paladin damals. Ja. Brauchst du auch mit deiner Tastatur oder machst du sowas nicht? Nö, eigentlich gar nicht. Ich bin eigentlich ein ruhiger Typ. Du machst so. Nicht so oder so? Nö, ich mach das nachher hier so ein bisschen so fürs Video. Ja, deswegen so. Hättest du ja. Jetzt auch schon machen können. Ja, genau. Egal, okay, ach, jetzt verstehe ich, worauf du hinaus wolltest, dass ich diese Scheiße hier mache, ja. Hat man seine Zähne gesehen? Die leuchten so. Nee. Jetzt sieht er voll aus und bin richtig in Rage und wackel deswegen jetzt ein bisschen mit dem Körper. Sieht voll krass aus bestimmt. Mystery und so. Okay.